Ja, es ist nicht immer alles so leicht, wie es im Vorhinein und auch in der Rückschau aussieht, wenn man für sich schwerwiegende Veränderungen oder Veränderungen einfach geschafft hat, bewerkstelligt hat, Herausforderungen hinter sich gebracht hat. Ja, hinterher hat man immer eher so das Gefühl, ja, es war jetzt eigentlich eh relativ einfach. Ja, meine Lieben, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem sehr, sehr interessanten Thema, wie ich meine. Gestern Morgen hatte ich plötzlich so die Eingebung und ich wurde dabei sehr, sehr ruhig und in mich gekehrt und es ging so ein innerer Frieden in mir auf, der mir so mit leiser Stimme flüsterte: Hey Geo, es ist alles gut. Im Leben ist nicht immer alles so einfach. Ja, schon gar nicht, bevor man überhaupt mal so angefangen hat, seine Herausforderungen zu bewältigen, bevor man überhaupt mal angefangen hat, den Weg der Lösung sozusagen zu gehen. Das Spannende ist ja, und ich finde auch das Fatale, dass ganz viele Menschen meist immer nur das Ergebnis einer Entwicklung zeigen, ja, wenn quasi die Torte schon fertig ist, fertig bedeckt ist und auch schon gekostet wurde und man weiß, dass sie gut schmeckt. Dass es natürlich eine Zeit lang gebraucht hat, bis man überhaupt auch den Entschluss gefasst hat, so jetzt mache ich selber mal was. Jetzt komme ich mal in die Gänge. Jetzt bin ich sozusagen der Macher meines eigenen Lebens, bis dieser Punkt überhaupt mal erreicht wird. Das ist der, über den dann die wenigsten gerne drüber reden und der wäre aber so immens wichtig. Und das ist genauso das, was mir da so sozusagen vom Schicksal gestern so eingehaucht wurde. Georg, denke mal darüber nach, sprich mal darüber, über diese Zeit vorher, über diese Zeit davor, bevor man den Entschluss fassen hat können und bevor man damit angefangen hat, das umzusetzen, das zu verändern, wie zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören, mit Bewegung zu beginnen, seine Ernährung zu verändern. Doch bevor wir uns weiter noch mit diesem Thema beschäftigen, weißt du eh kaum vorher wie immer das Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Wie gesagt, wir sehen meist immer nur das Ergebnis und selten einfach den Weg dahin, bis wir die Entscheidung getroffen haben und in die Umsetzung gekommen sind. Ja, auch wenn die Leute oft davon reden, ja, die sozusagen ihre Ergebnisse präsentieren, dass sie gekämpft haben, dass es ein schwerer Weg war und dass sie alles dafür gegeben haben, macht es doch sehr oft den Eindruck, es ist doch eigentlich alles easy going, ja? Und warum ist das so? Sind wir doch einfach mal ehrlich. Wie viele Versuche, Anläufe oder auch wahrscheinlich sehr oft nur die Gedanken, die sehr viel, sehr oft im Kopf herumkreisen, so zum Beispiel wie: Verdammt, jetzt reicht es, ich ernähre mich jetzt einfach mal gesünder, ich will aufhören mit dieser ungesunden Ernährung, ich fühle mich nicht mehr gut damit, ich höre jetzt auf, ich fange jetzt endlich damit an, ich höre auf zu rauchen, zu trinken, jetzt wird alles anders, jetzt setze ich meinen Traumjob, meine Traumberufung endlich um. Wie oft kreisen diesen Gedanken, ja? Wie oft hast du schon darüber nachgedacht, das jetzt anders zu machen, ja? Ich weiß das, dass es einfach so ist, dass man sich unzählige Mal fragt, warum man nicht endlich damit aufhört und endlich was anderes, was Gesünderes damit anfängt. Ja, ich rauche ja nun seit 23 Jahren nicht mehr, ich trinke seit 25 Jahren keinen Alkohol mehr, ich mache auch seit 23 Jahren circa Sport, ich bewege mich, ich meditiere seither und ich kümmere mich um meinen psychischen, seelischen Zustand, nicht nur um den psychischen und seelischen Zustand von anderen Menschen, ja? Und rückwirkend betrachtet, ja, ist es dann auch so, dass man so das Gefühl hat, naja, es war halt schon alles eher easy going, was ja teilweise auch so stimmt, ja, und auf der anderen Seite eben wiederum nicht, ja, weil eben
immer nur dann das Ergebnis betrachtet wird und eigentlich nicht die Vorlaufzeit, die wird von unserem Gehirn einfach flissentlich ausgeblendet. Und deswegen sehen wir das Ganze auch nicht. Und das wäre mir ganz, ganz wichtig, das einfach auch hier mitzuteilen, rüberzubringen. Diese Zeit, diesen Raum zu beleuchten, wo es einfach nicht easygoing war und ist, weil diese Zeit meist wesentlich länger dauert als die normale Umsetzung, die Bewältigung sozusagen der Herausforderungen und weil die so wahnsinnig wichtig ist, ja, im Positiven wie eben auch im Negativen. Ja, die Zeit zwischen dem Ende und dem Anfang quasi, ja, und diese Zeit, wie gesagt, vergisst man oft viel zu leicht, ja. Diese Zeit sieht man bei all den Erfolgsgeschichten sehr selten und diese Zeit ist es eigentlich, auf die es wirklich, wie gesagt, ankommt. Denn in dieser Zeit passiert einfach die Auseinandersetzung mit dem, was man eigentlich nicht mehr will. Wie gesagt, wie mit dem Rauchen aufhören und es dann doch nicht lassen können. Das ist so dieser Spannungsbogen. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Wie gesagt, ich trinke seit 25 Jahren keinen Alkohol mehr. Doch vorher hatte ich eine Zeit, da trank ich umso mehr. Ich hatte meine Gründe, die will ich jetzt auch gar nicht beschreiben. Das ist jetzt gar nicht so das Thema, was mir einfach wichtig ist, zu beschreiben, wie die Zeit war, als ich bemerkt habe. Zum Beispiel, dass ich hier in etwas hineingeraten bin, das ich eigentlich lassen müsste und da einfach nicht mehr so einfach rausgekommen bin. Diese Zeit also, in der man bemerkt, dass etwas gewaltig aus dem Ruder läuft, im größeren, natürlich auch im kleineren Maße, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann sagt und es dann auch umsetzt, so, nun ist Schluss, ja, die Zeit ist die spannende und hier passieren die großen und eben auch die kleinen Dramen. Hier passiert es, dass man sich selbst einfach dafür verurteilt, weil man es nicht schafft, sich selbst nicht mehr mag, ja, und aus dieser Situation einfach nicht so einfach rauskommt, ja, und sich selbst immer wieder dafür Vorwürfe macht. Das ist der Weg, der einem wirklich am meisten abverlangt. Und hey Leute, ich rede darüber nicht, weil ich hinterher dann ein Angebot aus deinem Hut zaubere und sage, ich helfe dir bei deinen Problemen, buche jetzt ein für dich kostenfreies Erstgespräch. Ich rede darüber, weil es mir ganz einfach ein Bedürfnis ist, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die schon länger mit sich kämpfen, weil sie etwas verändern möchten in ihrem Leben, umsetzen möchten. Ja? Egal, ob es jetzt der gesundheitliche Zustand ist, ob sie sich fitter fühlen möchten, ja? Oder ob sie einfach endlich mal beruflich das machen möchten, was ihnen schon seit Jahren in Wahrheit einfach auch vorschwebt. Und hier ist einfach oder wäre von meiner Seite auch die Versuchung jetzt riesengroß, ja, wo wir es aus meiner Sicht viele auch machen, die jetzt einfach sagen würden, ach, mach dir doch keinen Kopf, ich zeige dir, wie das geht, du musst nur das tun, was ich dir sage. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass diese Methode nicht auch funktionieren kann. Ich bin mir sicher, dass diese Methode bei einigen Menschen auch funktioniert. Das ist so der Menschenschlag, bei denen das so funktioniert, von sagen wir mal, sag mir, was ich tun muss, ich mache es. Und diese Menschen haben ihre Befriedigung darin zu zeigen, dass sie es machen können, so wie es ihr Vorbild sozusagen vormacht. Und dafür werden sie dann auch gelobt und das ist dann auch das Befriedigende. Und das ist auch in Ordnung, ja. Doch es sind eben nicht alle Menschen so und ich denke, ich spreche eher zu denen, die gelernt haben, dass sie ihren eigenen Weg auch finden müssen und das auch wollen. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass irgendetwas besser oder schlechter ist. Es ist ja auch nicht die Frage, ob zum Beispiel Diesel oder Benzin besser ist, wenn wir jetzt dieses Beispiel für Autos hernehmen, sondern ob sich eben Dieselsprit gut macht, wenn ich diesen in ein benzingesteuertes Auto hineinschütte. Ja? Ich denke, ihr wisst jetzt, was ich mit dieser Analogie ausdrücken möchte. Jedoch werden einfach im Prinzip beide Seiten ihre Zeit brauchen, bis sie bereit sind, etwas zu verändern und diesen Weg eben dann auch gehen. Und genau diese Zeit davor ist es, um die es, wie gesagt, in diesem Video geht. Und um es nochmal zu verdeutlichen,
Manche werden es ja wissen, dass ich lange Zeit mit schwerst abhängigen Menschen gearbeitet habe. Und meine Hauptaufgabe war es da, dass ich mit diesen Menschen daran gearbeitet habe, den Schritt zu wagen, in die Umsetzung ihrer Herausforderung zu gehen, also eine Therapie in den meisten Fällen anzugehen. Ja, und da ging es genau wieder um diese Zeit davor. Ja, die Leute haben eben gemerkt, dass sie etwas verändern müssen. Das war einfach klar. Der Leidensdruck war da immer immens zu spüren. Und gleichzeitig war da jedoch auch der Suchtdruck. Ja, und oder eben auch der Druck, immer noch das zu tun, das tun zu müssen, was eigentlich ungesund ist, wie Rauchen, wie das Falsche, sich jahrelang falsch zu ernähren oder einen Job zu machen, der einen eigentlich schon ausgebrannt hat. Ja. Und ist es einfach auch, das ist einfach auch, was einen Menschen so lange in diesem Stadium hält und einfach nicht loslässt. Einerseits spürt man eben den Leidensdruck, der immer schlimmer wird, die Unmut, im Hamsterrad gefangen zu sein, und andererseits merkt man, dass man auch ohne diesem Hamsterradjob oder auch ohne der Droge, ohne Alkohol, ohne Zigaretten nicht sein kann. Ja, das ist dieser Spannungsbogen, in dem sich die Menschen hier befinden, und das ist ein ewiges Hin und Her. Und liebe Leute, ich habe vor jedem, der in so einem Ding, in so einem Hamsterrad steckt, so unglaublich großen Respekt, weil ich es einfach weiß, wie es ist, wie es an den Nerven zerrt und man ob dieses Dilemmas immer wieder ausflippen könnte, weil man einfach das Gefühl hat, es ist ein Gefühl, das Gefühl hat, nicht rauszukommen. Es ist nicht die Tatsache, dass man rauskommt, sondern das Gefühl ist es, das einen gefangen hält. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man diese Zeit einfach mal auch benennt und diese auch würdigt, weil diese Zeit eigentlich die wichtigste überhaupt ist. Ja? Das ist so die halbe Miete oder eigentlich mehr als die halbe Miete. Denn was glaubt ihr, wie viele Menschen es gibt, die niemals aus dieser Misere, man kann auch ruhig Hamsterrad sagen, niemals rauskommen? Ja, es sind unglaublich viele, weil vielen Menschen eigentlich auch überhaupt das Bewusstsein dafür fehlt, um wahrzunehmen, dass sie in einer Misere stecken, oder viele Menschen einfach auch lieber mit diesem Problem leben lernen bzw. in diesem Problem drin bleiben wollen, weil die Angst für etwas Neues eben auch viel, viel zu groß ist. Ja, und glaubt mir, ich habe einige Thesen entwickelt, aus natürlich auch aus der eigenen Erfahrung heraus, warum das eben auch so schwierig ist, ja, und man da rauskommt, oder warum man eben da so schwierig wieder rauskommt. Und trotzdem weiß ich, ja, dass es hier natürlich Lösungen gibt und dass es eben ganz wichtig ist, diese Vorlaufzeit hier zu bedenken und diese Vorlaufzeit einfach auch mal zu beleuchten, ja. Eine These, die ich da hätte und die ich einfach auch für eine der wichtigsten halte, würde ich euch gerne vorstellen, würde ich jetzt einfach mal gerne mit euch teilen. Um noch einmal zu verdeutlichen, es geht um den Zeitraum, der vor einer Veränderung besteht oder da ist. Der Zeitraum, wo man noch nicht bereit ist, in die Lösung hineinzugehen, in die Umsetzung hineinzugehen. Man weiß zwar, der Leidensdruck ist da, man will und möchte und muss was verändern, aber man ist einfach noch nicht bereit, hier wirklich in die Umsetzung zu gehen, den ersten Schritt zu wagen. Und diese Zeit ist doch wesentlich länger, wie schon gesagt, als dann die tatsächliche Umsetzung. Man kann auch Therapie dazu sagen, denn Therapie ist immer, wenn man etwas Neues ausprobiert, neue Strategien und Lösungen umsetzen möchte und dies auch tut. Ja. Zur These jetzt einfach mal. Es gibt da also den Leidensdruck, den Moment, wo man quasi massiv unzufrieden ist, wo es richtig wehtut, wo es nervt, wo man am liebsten alles hinschmeißen würde, ja, wo man sich am Morgen, wenn man keinen Bock mehr auf den Job hat, kaum mehr aus dem Bett heraus bewegen kann. Also das ist
der Leidensdruck, wo man dann schon zum 898. Mal sagt, so jetzt höre ich auf, jetzt reicht's, jetzt höre ich auf mit dem ungesunden Verhalten, so jetzt suche ich mir eine tolle Berufung, ich suche mir jetzt was, wo ich glücklich und zufrieden bin. Und das andere ist also der Suchtdruck oder ich muss es einfach auch so tun, Druck, ich kann da nicht raus, ich muss das so tun, Druck. Und ich muss zum Beispiel einfach die Zigarette rauchen, ich muss einfach in die Arbeit gehen, weil ich ja sonst nicht weiß, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Ich muss einfach dieses Stück Torte essen, weil ich mir ja sonst nichts gönne und vieles andere mehr. Ja, dieser Druck, es einfach tun zu müssen, ist in allen Fällen von Angst gespeist. Ja? Und diese Angst, die Angst nicht zu wissen, ja, was ohne Zigarette sein wird, was ich ohne meine Tortenstücke machen soll, was sein soll, wenn ich meinen ungeliebten, auslaugenden Job kündige und ich nicht mehr weiß, wovon ich dann leben soll. Vielleicht denkst du jetzt, was soll ich da Angst haben, wenn ich keinen Kuchen essen kann? Ja? Auf den ersten Blick kann das auch schon sein. Und für Menschen, die hier kein Suchtproblem haben, ist das auch kein Problem. Ja? Auf den ersten Blick, wie gesagt, kann das schon sein, dass man hier sagt, na, wovor soll ich da Angst haben? Doch am zweiten Blick muss man einfach wissen, dass Zucker grundsätzlich mal Suchtpotenzial hat und wir ein Belohnungssystem in unserem Gehirn haben. Und hier ein Beispiel. Du isst zum Beispiel Kuchen, es geht dir dann gut. Ja? Das Belohnungssystem merkt sich das, ja? Weil eben durch den Zucker hier Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dich sozusagen glücklich machen. Und dein Gehirn, dieses Belohnungssystem, merkt sich das, da ist es mir gut gegangen, als der Typ da jetzt den Kuchen gegessen hast. Ja, sobald du einen Moment hast, wo es dir dann wiederum nicht so gut geht, kommt dann das Belohnungssystem daher und flüstert dir quasi ein, hey, iss den Kuchen, dann geht es dir wieder besser. Ja? Du isst den Kuchen, weil du ja möchtest, dass es dir wieder besser geht. Ja? Und weil das System eben hier wieder Botenstoffe, Glückshormone ausschüttet. Ja? Und das subsumiert sich dann natürlich im Laufe der Zeit. Und so ist es dann halt auch. Ist nicht nur mit dem Kuchen so, mit dem Zucker so, das ist generell mit Verhalten so. Ja? Wenn man das immer dann macht, ja? Oder deswegen macht, weil sozusagen dadurch Botenstoffe, Glückshormone ausgeschüttet werden, gegen das ist ja grundsätzlich nichts. Nur wenn hier sozusagen ein Missbrauch stattfindet, ja, wenn ich mich schlecht fühle, ja, und ich dann aber was anderes mache, wie Kuchen esse oder von mir aus Drogen nehme oder weiß nicht, mir wieder mit Geld, das ich nicht habe, irgendein Kleidungsstück kaufe. Wenn ich das mache, dann spricht man hier von Missbrauch, weil ich hier in Wahrheit nicht das Problem, das sozusagen die schlechten Gefühle ausgelöst hat, löse, sondern etwas anderes dafür mache. Hier spricht man, wie gesagt, dann von Missbrauch und das kann dann eben auch zur Abhängigkeit und zur Sucht führen. Ja, wenn du jetzt also deinen Körper und deine Psyche vor allem ein paar Jährchen hier konditioniert hast, dass immer dann, wenn es dir nicht so gut geht, du ein Kuchenstück oder auch zwei isst oder drei, ein Bierchen trinkst oder auch zwei oder drei oder mehr, wenn du immer dann laufen gehst, Sport betreibst und mehr machst, als es eigentlich gesund ist, wenn du arbeitest, bis du nicht mehr kannst, zum Burnout, der Suchtdruck so gewachsen ist und die Angst ohne diesen Kuchen oder auch ohne dieses Verhalten, ohne diese unzufriedene Arbeit nicht mehr sein zu können, dann bist du genau in der Situation, in der du zwar weißt, dass du so nicht weiter tun kannst, weil höchst ungesund, also das ist dann der Leidensdruck und die Angst ohne diese Substanz oder ohne dieses Verhalten eben größer ist, das ist dann sozusagen der Suchtdruck. Also wenn der Suchtdruck immer größer ist, und das ist er da ja meistens, ja, als der Leidensdruck, dann bist du in diesem Spannungsfeld, das dich mit deiner erwünschten Veränderung eben nicht endlich loslegen lässt und dich immer wieder in dieser Situation, in diesem alten, in dieser alten Situation verharren lässt, weil wie gesagt der Leidensdruck nicht groß genug ist, also nicht größer ist als der sogenannte Suchtdruck. Und dann bin ich auch bei dem Punkt angelangt, bei dem der bekannte Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther sagt,
Die meisten Menschen wüssten eigentlich, was sie tun müssten, um zum Beispiel abzunehmen, um sich besser zu fühlen. Sie wüssten es, ja. Sie wüssten es, dass sie sich mehr bewegen sollten und so weiter und so fort. Das wäre nicht das Problem, also die Information diesbezüglich, sondern das Problem wäre oder ist eher, dass sie es einfach nicht tun, dass sie einfach nicht in die Puschen kommen, nicht in die Gänge kommen, einfach das nicht umsetzen, was sie tun sollten. Und warum so viele Menschen es einfach nicht tun, habe ich dir ja gerade beschrieben, zumindest die These, die hier am meisten wohl auch passt. Ja, meine Lieben, glaubt mir, ich habe wirklichen Respekt vor allen, die nicht so leicht in die Umsetzung kommen, weil ich weiß, dass es im Außen immer leichter aussieht. Ja, die Erfolgreichen zeigen, wie gesagt, nur den Erfolgsweg, selten den Kampf, bevor sie überhaupt begonnen haben mit Umsetzung. Ja. In dem Sinne, freut euch einfach darauf, wenn es noch mehr darum geht, wie du einfach ins Tun kommst, wie du in die Umsetzung kommst. Ja. Alles Liebe von meiner Seite jetzt einfach mal. Und ja, sollte jemand jetzt schon das Gefühl haben, und jetzt mache ich doch ein bisschen Werbung, aber ich möchte hier nur einfach das Angebot auch machen, sollten Menschen jetzt einfach auch so weit sein, die sagen, ja, das hat mich jetzt so inspiriert, ich möchte jetzt endlich in die Veränderung kommen und ich gönne mir dazu auch jemanden, der mich dabei unterstützt, dann dürft ihr mich natürlich auch gerne kontaktieren, denn ich bin ja so ein sogenannter Coach, Psychofuzzi, der eben seit vielen Jahrzehnten Menschen dabei unterstützt, das umzusetzen, was sie eigentlich wirklich möchten. Ja, ein kostenfreies Erstgespräch und wenn es eine Stunde lang dauert, ist auf jeden Fall garantiert und dann muss man ja nicht. Das ist überhaupt nicht das Ding. Kein Problem. Es ist alles, jeder Schritt, den du nach vorne machst, das Video anschauen, vielleicht mal ein Gespräch zu haben, wieder was anderes zu machen. Es bringt dich einfach immer wieder weiter. Ja, und das wär's dann auch, meine Lieben, in dem Sinne, alles, alles Liebe, lasst mir manchmal wird es dann mit dem Reden schon ein bisschen schwierig, lasst mir Daumen hoch da, schreibt mir natürlich eure Meinung, eure Anliegen in die Kommentare, kontaktiert mich, wenn ihr wollt, schaut auf meine Homepage, einerseits geosixlebensmut.at und die andere eben bewusst gesund. geosixlebensmut.at blende ich alles natürlich hier ein. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video und jetzt kommt noch das Schlussintro. Es ist ja dann kein Intro mehr, aber der Schluss halt. In dem Sinne, baba, ciao, tschüss und servus.